Hey Freunde, willkommen zum heutigen Test. Heute ist eine große Batterie und eine teure Batterie, also beides das gleiche, von Pyroland dran. Dieses Video ist übrigens nicht gesponsert, auch wenn eine Pyroland-Batterie da drin vorkommt. Die Batterie wurde selbst bezahlt. Preislich liegen wir bei dieser Batterie, wenn sie nicht im Angebot ist, bei 41 Euro, meine Damen und Herren. Wir haben 36 Schuss, wir haben 25 mm Kaliber und eine NEM von 405 Gramm. Ja, ist natürlich, wie der Name sagt, pro Kart und Garden, ne? Ne, das war Spaß, aber soll halt glitzerndes Gold sein, ne? Wir gehen gleich mal raus zur Zündung und schauen uns das mal an, ob die wirklich 40 Euro wert ist. Sie war übrigens auch in dem Überraschungspaket, deswegen habe ich sie auch bloß hier. Normalerweise würde ich mir die nicht kaufen für den Preis, aber naja, vielleicht werde ich ja doch ein bisschen überzeugt. Also, sehen wir uns draußen zur Zündung. So, jetzt haben wir hier die zu erwarten. Die letzte Batterie, weißt du? Ja? Ich warte immer noch. Tada. So, wie gesagt, noch nie gesagt, Procard Garden, die teure von Pyroland. Schauen wir uns mal an. Schöne Goldbatterie, muss man sagen, aber 40 Euro, ich weiß nicht. Also ja, sie ist schön, aber grenzwertig. Was sagt denn ihr dazu? Schreibt es ruhig mal in die Kommentare, würde mich interessieren.